Herren, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, der kleine und gesellschaftlich offene Libanon war schon immer Spielball regionaler Mächte und der Interessen einiger westlicher Staaten. Seit nun bereits über 10 Jahren ist er Schauplatz eines Kräftemessens um die neue Machtbalance in der Region. Und die Operation UNIFIL hat einen wesentlichen und wichtigen Anteil daran, dass der Libanon noch nicht im Chaos versunken ist. Und dass es der syrischen Bürgerkrieg bisher noch nicht geschafft hat, sozusagen in das Land überzuschwappen. UNIFIL setzt ein Zeichen im vom Krieg und Zerstörung, vom Not und Elend geprägten Nahen Osten. Und die Mission macht Hoffnung, weil sie zeigt, wie durch nachhaltige, praktische Zusammenarbeit über Jahre Kompetenzen und Sicherheit aufgebaut werden können. Und die Operation UNIFIL dient der Begleitung der Waffenruhe zwischen Libanon und Israel, unterstützt die libanesische Regierung bei der Grenzsicherung und hilft beim Kampf gegen den Waffenschmuggel. Und dies, wir haben es bereits gehört, mit vollem Erfolg. Die Waffenschmuggel über See ist praktisch zum Erliegen gekommen. Der deutsche Beitrag dient neben der Beteiligung an der maritimen Taskforce mit der Korvette Braunschweig im Schwerpunkt im Ausbau der Fähigkeiten der libanesischen Marine. Und auch bilateral engagiert sich Deutschland bei Ausbildung, Ausstattung und dem Aufbau der maritimen Streitkräfte zur Überwachung der Seegrenzen. Neben der Unterstützung der Marine sollen in diesem Jahr erstmal weitere Projekte im Rahmen der deutschen Ertüchtigungsinitiative im Libanon umgesetzt werden. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Kapazitäten der libanesischen Armee zur Sicherung der Grenzen mit Syrien. Wir müssen Fähigkeiten der libanesischen Marine deshalb so ausbauen, dass sie zusätzlich auch in der Lage sein werden, die südliche Küste selbstständig zu überwachen. Aber wie behelfen wir darüber hinaus? Das ist mir ein Stück weit, wenn man Herrn Gerke zugehört hat, hat er es ja so dargestellt, als wenn wir hier nur militärisch unterwegs wären. Nein, Herr Gerke, das stimmt nicht. Sie haben das, ich denke, wissentlich und ganz bewusst unter den Tisch fallen lassen, weil Sie einen anderen Eindruck erzeugen wollen. Die Beteiligung an UNIFIL ist nur ein Teil eines umfassenden Engagements für den Libanon. Deutschland ist einer der größten bilateralen Geldgeber. Kooperationsschwerpunkte sind die Versorgung der palästinensischen Flüchtlingscamps, die Schul- und auch die berufliche Bildung sowie Nahrungsmittelsicherheit. Seit 2012 hat das Entwicklungshilfeministerium dafür 590 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Auch das libanesische Bildungsprogramm RAISE wurde seit 2014 mit über 142 Millionen unterstützt. So konnten allein in den Jahren 2016 und dieses Jahr 2017 200.000 syrische Kinder konnte der Schulbesuch gesichert werden. Meine Damen und Herren, deswegen denke ich, ist es richtig, dass wir diesen wichtigen Baustein bei der Hilfe für den Libanon, bei der Hilfe, die Stabilität im Libanon zu halten, dass es richtig sein wird, diesem zuzustimmen, und wir sollten entsprechend beraten. Und lassen Sie mich abschließend auf eines hinweisen. Die deutsche Marine leistet nicht nur bei UNIFIL-Missionen einen hervorragenden Einsatz, sondern ist seit Jahren in einer ganzen Reihe von Einsätzen gefordert. Sie operiert an der Belastungsgrenze und liefert dabei hervorragende Arbeit ab. Mein Dank gilt deshalb den Soldatinnen und Soldaten, die fernab der Heimat für ein Stück mehr Sicherheit und Stabilität auch in dieser Region kämpfen. Und ich sage ganz ehrlich, Herr Kollege Nuripur, es ist schon so, ich finde es gut, dass Sie dieses Mandat unterstützen und wie Sie sich auch für den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten ausgesprochen haben. Aber ich sage Ihnen eins, Sie können nicht auf der einen Seite sagen, wir setzen unsere Soldatinnen und Soldaten für solche wichtige Missionen ein und wollen auf der anderen Seite weniger Geld für die Ausrüstung und Ausbildung ausgeben. Nein, wir brauchen, damit unsere Soldatinnen diesen Einsatz, auch diesen Einsatz bestmöglich machen können, brauchen wir zusätzliche Investitionen in unsere Truppe. Und abschließend möchte ich sagen, wenn die Bundeswehr sagt, wir dienen Deutschland, dann sollten wir öfters sagen, wir danken euch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.